So, hi und herzlich willkommen zum neuesten Stream. Heute habe ich mir was Besonderes überlegt. Ich spiele heute Slabs and Beans. Bud Spencer und Terence Hill ist vor schon 2 Jahren rausgekommen, war ein Kickstarter-Game. Ich habe sogar selbst etwas dazu beigetragen, dass es dieses Spiel überhaupt gibt. Ich habe es aber bisher immer nur angespielt und nie ganz durchgespielt. Mein Ziel ist es eigentlich, das ganze Spiel hier einfach mal durchzuspielen. Nicht vielleicht auf einmal, sondern in mehreren Streams. Und wir schauen einfach, was in dem Spiel alles passiert. Ich spiele natürlich mit Bud. Ihr seht, ich habe die PlayStation-Symbole für die Steuerung. Das liegt einfach daran, dass ich mit dem PlayStation-Controller am PC spiele, weil ich glaube, dass es einfach ein Controller-Game ist, das mit Tastatur nicht so cool zu spielen ist wie mit einem Controller. Deshalb nehme ich den PlayStation 4-Controller. Klassische Szene gleich zu Beginn. Bohnen und Speck. Nur für uns. Was ich gleich am Anfang sagen muss, warum ich dieses Spiel auch nicht bis zu Ende gespielt habe, liegt ein Stück weit, oder nicht weitergespielt habe, liegt ein bisschen daran, dass mich diese Idle, also diese Leerlauf-Animation, ein bisschen genervt hat. Die finde ich zu arg. Also ich finde es gut, dass man jetzt nicht nur eine Figur hat und die blinzelt einmal alle paar Sekunden, sondern die bewegt sich. Aber ich finde das fast ein bisschen zu extrem, was man hier sehen kann. Schnappt euch die beiden. Der Boss. Das ist immer der Boss. Ich kümmere mich um den Fetten. Ist aber ehrlich schlimm. Macht sie fertig, Jungs. Ist das hier das Einstiegstutorial quasi? Also das Spiel hat offensichtlich sehr viel und im Hintergrund schön die Musik aus. Die linke und die rechte Hand des Teufels. Auf nach Stoneville. Ich glaube, es wird einfach sehr, sehr viele Schmerzen in diesem Spiel geben. Seht ihr, was ich meine? Also diese Animation finde ich echt ein bisschen, die Idle-Animation, zu arg. Ne? Also wir sind auf dem Weg zu unserem kranken Vater. Den Mädels muss man helfen.
Eins und die zwei Herren. Das ist der Chef. So, jetzt sind wir in der Stadt. Na. Es gibt Bier und es gibt Bohnen. Mit Bier und Bohnen kann man hier das Leben wiederherstellen. Sogar von hinten her. Was machen wir hier mit der Brücke? Platz von selber. Man könnte es theoretisch auf 2 spielen. Jetzt kann ich drüber laufen. Und weiter geht's. Die Bierflasche. So. Geht's jetzt weiter? Ach, im Salon. Dann nix wieder rein in den Salon. Ah, ein klassischer Salon. Man kann ja mit den Leuten reden. Haben wir sie schon mal gesehen? Oder nicht? Dann kann der Dame reden. Bringen was zu futtern. Fragen zu stellen. Jetzt geht's gleich los. Was kann ich jetzt? War das jetzt richtig, was ich gemacht habe? Ich weiß es nicht. Anscheinend.
man erledigen. Nobody. Falscher Film, Freunde, falscher Film. Zu kurze Arme. Nein. Weiter geht's. Stuhl mit. Oh, jetzt kommen noch mehr. Ach du meine Güte. Die ganze Mannschaft. Sehen alle ein bisschen ähnlich aus, ne? Gleiche Grafik, nur immer andere Farbe vom Hut oder andere Farbe von den Haaren. Aber so grundsätzlich.
immer noch mehr. Es kommen immer noch mehr. Wie in echt. Wie im Film. Noch mehr? Ja, natürlich. Entschuldige, Chef. Ach, schon wieder wird geschossen. Auf den Locus, wohin denn sonst? Es haget Blei. Pfui, schön. Eine geheime Mission im Auftrag der Regierung. Sehr geheim. Schnellsten Pferde. Nix wie los. Level geschafft. Also das war der erste. Jetzt gehen wir Level Zug. Und das sind schon die nächsten. Mal ganz schnell reagieren, habe ich gesagt.
gibt's ja eigentlich kein Bier. Oh, da ist der Sheriff. Er gibt dich. Noch mehr. Oh, soll ich schießen? Nein. Und den nächsten noch. Komm schon. Jawohl. Selbst die Bänke bewegen sich immer. Speisewagen. Ziemlich geräumig zum Zug. Okay, das war's dann wohl, Sheriff. Was passiert denn jetzt? Der schießt auf uns und wirft den damit wahrscheinlich. Nein.
Ah. Sehr tolles Ende, wir sind fertig. Das sieht mal einer an. Das war alles nur ein Film. Na. Sonst hätten sie das andere ja auch schwierig unterkriegen können. Im Filmstudio. Wo ist die Kohle? Was war da denn los? Das war wieder das Charrette. Wie kann das sein? Macht wenig Sinn, aber darum geht's auch nicht. Die haben unser Geld entführt und meine Freundin, naja. Alle einfach komplett gegen ihn. Na, super. Wo ist der Regisseur? Da ist er. Mein Tango.
Ein Autorennen. Na. Level complete. Bierchen und Würstchen. Hallöchen. Nicht, wer sich vorgestellt hatte. Der rote Buggy. Jetzt haben sie ein Auto. Das ist der rote Button. Wir lassen Bier und Würstchen entscheiden. Würstchen und Bier entscheiden. Zu früh. Oh Mann. Jetzt wird es langsam anstrengend. Hm.
Na? Was Terence gewinnt. Wieso gewinnt denn der? Das überspringen wir jetzt. Na, jetzt sieht's gut aus. Bad gewinnt. Ja. Level complete. Das Rennen. Okay.
Steuerung ist ja schon ein bisschen extrem, würde ich sagen. Noch zwei Laps. Ich würde mal lassen, dass im zweiten Lap die Gegner schwieriger werden. Würde ich machen. Erster Platz. Da ist der Tanker. Und weiter geht's. Eingängige Musik aus diesem Film. Die haut schon rein. Was macht der Clown hier eigentlich?
bringen sie her? Knacks. Wer denn Knacks? Ihr werdet mal einen Schatz. Ach, die Katze. Meine Güte. Oje, oje. Äußerst unangenehm. Geisterbahn. Ja,
Das glaube ich nicht. Kommt der Knacks. Wer kommt jetzt? Na, da ist doch der Knacks. Na, wie geht es? Ha!
Puh, das war kompliziert. Oh, die Polizisten. Da sind schon wieder die Nächsten. Ein Truck. Also kein Pickup. Der Tango schon wieder.
bin mal gespannt, ob die Indianer auch noch auftauchen. Aus zwei außer Rand und Band. Aha. Und weiter geht's. Was für ein Spaß. Na, da ist der Tango. We'll be right back.
Was ist? Ist das Miami? Vermutlich ja.
halb so. Get out my bed. I'm tired of living. I think I can.
Schiff. Ein Terminator-Zitat eingebaut. Jetzt retten wir das Mädchen. Zu Ende. Nee. Der Plan ist, den Vater retten. Thank you.
Oh nein, schon wieder werfen. Oh nein, jetzt gehen wir in den Dschungel. Banana Joe freigeschaltet. Bye.
reden? Was machen die denn? Piraten. Da ist der Kapitän. Na, da gibt es aber ein bisschen Bier. Danke, dass ihr uns so darauf gerettet habt. Cruising, cruising, cruising.
Oh nein. Alter. Nein. Das war die Katze vom Chef, wie immer. Nochmal versuchen. Mehr Geduld. Thank you.
das ist diese Uhrzeit nicht mehr gut zu machen. Alter.
Lebe dein Leben. Ausnahme der Bohnen. Also so leicht konstruiert ist das jetzt schon hier, muss ich ja mal sagen. Na, da sind sie. Was macht der denn? Wischt da rum oder was?
kein Aufzug. Flughafen, vorletzter Level. Ach du meine Güte. Die sind ja relativ schwach. Aber wo ist das Flugzeug? Thank you.
sind Bohnen. Alles Bohnen. Na und jetzt? Na? Kommen wir weiter. Na, das ist wohl das Signal für heute aufzuhören. Ich wünsche euch eine gute Nacht und demnächst fertig wird das fertig gespielt. Bis bald!